Moin und herzlich willkommen zu diesem Wildheitsdruiden-Video und in diesem Einsteiger-Guide zeige ich dir, was du alles beachten musst, wenn du deinen Druiden als Wildheitsdruide spielen willst, also in deiner Katzenform herumläufst und ein bisschen Schaden machst, Dungeons peitscht, in die Raids gehst. Du erfährst, welche Stats wichtig sind, vor allen Dingen aber auch, welche Paktweihe jetzt mit Shadowlands für den Wildheitsdruiden ganz gut ist. Dann noch die ganzen Seelenbande, die Seelenbande-Traits, welche Legendaries du dir craften solltest. All das wirst du in diesem Guide erfahren, also nach einem kurzen Intro geht's los, bleib dran. Ja, was sind die Vor- und Nachteile beim Wildheitsdruiden? Beim Wildheitsdruiden ist es so, ihr seid sehr mobil und habt eine recht gute Flexibilität. Gerade in Raids merkt man das. Ich persönlich finde den halt einfach genial, weil man ist wirklich flexibel unterwegs und auch sehr, sehr mobil. Also es macht Spaß, von Gegnergruppe zu rauschen. Es ist eine sehr schnell zu spielende Klasse und da sind wir einfach immer irgendwie mitten in der Action drin. Das macht super viel Spaß. Der Wildheitsdruide hat auch extrem starke Überlebensutilities, also das ist aber auch nötig. Also wenn wir vorne mit in der Action unterwegs sind, kriegt man doch gerne auch mal vielleicht eine kleine Schelle ab und dadurch überleben wir halt einfach auch ein bisschen länger und da ist der wirklich sehr, sehr stark drinne. Die Talentwahl ist sehr flexibel, man kann quasi sehr gut auf Single gehen, man kann auf Multi gehen, man kann auch was dazwischen wählen. Also da sind wir relativ variabel und das finde ich halt einfach ziemlich genial. Am besten aber, muss ich persönlich sagen, finde ich die Katzengestalt, weil das macht halt einfach mega viel Spaß, in Katzengestalt rumzulaufen und da einfach die Gegner zu peitschen. Leider ist der Wildheitsdruide sehr schwer zu spielen, also es ist nicht so einfach. Auf dem Papier hört sich das immer sehr alles super gut an. Wenn wir allerdings unsere Dots falsch setzen und einfach im falschen Moment auch benutzen oder irgendwas ausläuft, dann ist unser Flächenschaden davon natürlich sehr abhängig und dadurch auch wesentlich verringert, wenn wir das halt einfach nicht richtig machen. Deswegen ist das eben halt auch leider schwer, den Wildheitsdruiden zu spielen. Man kann einfach viele Fehler begehen mit dem Wildheitsdruiden. Da muss man auch ein bisschen Gefühl für bekommen. Jetzt laufen die Dots aus. Man muss sehr viel beachten. Man muss auch ein bisschen so allgemein das Kampfgeschehen, nicht nur das, sondern man muss eben halt auch seine eigenen Dots und so weiter mit in Betracht ziehen und auch darauf aufpassen, dass die nicht auslaufen. Daher ist der schwer zu spielen. Im Großen und Ganzen überwiegen aber auch die Vorteile und auch das Feeling vom Wildheitsdruiden. Ja, die Talentwahl beim Wildheitsdruiden, und zwar gibt es da zwei verschiedene Skillungen. Eine ist mehr auf Single Target fokussiert und also in Klammern Raids, und die andere Skillung ist mehr auf AOE Schaden. Das ist mehr dann in die Richtung mythische Dungeons. Und zwar fange ich jetzt mal mit der AOE Skillung an. Das ist auch, glaube ich, denke ich mal, die hauptsächliche Skillung, in der viele herumlaufen, weil man ja doch eher schneller in Dungeons reinkommt als in Raids. Und da habe ich direkt am Anfang auf Stufe 15 Raubtier geskillt. Das ist so, wenn das Ziel stirbt, auf dem einer unserer Blutungseffekte drauf ist, wird die Abklingzeit von Tigerfuror abgeschlossen. Das kann häufiger mal der Fall sein und ist ganz gut. Tigerfuror hält auch noch 5 Sekunden länger. Perfekt, wenn das läuft. Wir töten einen Gegner, auf dem ein Blutungseffekt drauf ist. Das knüppelt ordentlich rein. Die nächsten Talente im 25er Bereich, Erneuerung ist heil oder es heilt uns um 30% unserer gesamten Gesundheit. Das ist nochmal ein Notnagel. Falls ihr mal in der Pfütze stehen geblieben seid, einfach benutzen, zack, habt ihr wieder ein bisschen Leben. Ihr könnt auch, wenn ihr mobiler sein wollt, entweder Tigerspurt oder wilde Attacke benutzen. Würde auch funktionieren. Wir können dann eben halt einfach hinter den Gegner springen und macht ihn 3 Sekunden lang benommen. Bei Tigerspurt ist es so, dass nur unsere Bewegungsgeschwindigkeit sich stark erhöht, aber leider eben halt kein Jump oder ähnliches. Da wäre doch eher entweder Erneuerung, falls ihr unsicher seid und gerne mal auch ein bisschen Schaden bekommt in Dungeons, der eigentlich fast vermeidbar wäre, dann wählt Erneuerung, dann könnt ihr es noch lernen, dass es gut funktioniert.
wenn man rausgeht aus den Flächen. Wilde Attacke wäre dann schon, sag ich mal, zu nutzen, wenn ihr genau wisst, okay, ich weiß jetzt, wie das geht und ich will die Gegner noch ein bisschen benommen machen, damit die nicht weglaufen können und so. Das passt dann auch. Wiederherstellungsaffinität wähle ich auf jeden Fall. Und zwar ist es so, dadurch kriegen wir nochmal ein paar Heilzauber und wir heilen uns alle 5 Sekunden für 3% unserer maximalen Gesundheit. Wenn wir schon volles Leben haben, heilen wir einen Verbündeten. Und das ist eigentlich ganz cool. Das ist immer gut für eine Gruppe, die in Dungeons unterwegs ist, auch in Raids. Das passt wunderbar. Beim 35er-Bereich, das ist so, dass ich da wirklich den mächtigen Hieb nehme. Man könnte auch Herz der Wildnis verwenden. Dann würde man die Zauber der Wiederherstellungsaffinität verstärken, also die Heilzauber, die wir erhalten haben. Beim mächtigen Hieb ist es aber so, in Dungeons, wenn wir AOE-orientiert sowieso unterwegs sind, machen wir ja viele Dungeons, haben wir die Möglichkeit, ein Ziel zu betäuben für 4 Sekunden, das einfach einen hässlichen Effekt hat im Dungeon. Falls wir jemanden da für 4 Sekunden rausnehmen wollen, bevor der irgendeinen Mist durchgecastet hat, dann einmal mächtiger Hieb drauf, der schweigt dann erstmal für 4 Sekunden und dann können wir weitermachen. Seele des Waldes im 40er-Bereich. Es ist so, dass unsere Finishing Moves dadurch mehr Schaden machen. Also, wir verursachen 5% mehr Schaden und wir kriegen doch mal Energie wieder zurück pro verbrauchten Kombopunkt. 5 Energie, 25 Energie können wir uns da wieder rausholen. Das ist gut für eine flüssige Spielweise. Daher bietet sich das da an der Stelle ganz gut an. Urzorn, das wähle ich im 45er-Bereich. Der Finishing Move verursacht halt Schaden und alle Gegner kriegen Zerfetzen drauf. Und das ist auch der Clou an der Geschichte: die kriegen einmal Zerfetzen. Hält pro Kombopunkt länger an. Je mehr Kombopunkte, desto besser. Nach Möglichkeit immer mit 5 Kombopunkten, damit wir die maximale Zeit von Zerfetzen auf unseren Gegnern drauf haben. Das ist dann richtig gut. Blutkrallen als letztes Talent, wenn wir 3 verschiedene Fähigkeiten, die Kombopunkte erzeugen, innerhalb von 4 Sekunden einsetzen, dann wird der Schaden der nächsten 2 Einsätze von Zerfetzen und Wilder bis um 30% erhöht, 30% mehr Schaden. Ja, das nimmt man gerne mit. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Wenn wir jetzt auf eine Single-Target-Skillung gehen, dann verhält sich das ein bisschen anders. Und zwar ist es so, dass wir im 15er-Bereich Säbelzahn wählen. Der Säbelzahn ist so, dass der Wilde bis 20% mehr Schaden verursacht und die Dauer des Effektes von Zerfetzen auf dem Ziel verbrauchtem Kombopunkt um 1 Sekunde erhöht. Das ist ganz praktisch. 25, 30, 35 sind dann wieder diese Utility Skills, also das bleibt dann euch im Grunde genommen überlassen. Ihr solltet aber auch in der Single Target Skillung auf jeden Fall Seele des Waldes verwenden, einfach wegen dem Energierückfluss. Das ist ganz auch im Single Target sehr, sehr praktisch. Aber im nächsten Bereich verwendet ihr nicht Urzorn, sondern ihr verwendet brutale Schlitzen. Und das ist eigentlich auch nochmal richtig gut. Also es trifft zwar auch bis zu 5 Gegner in der Nähe mit einem heftigen Schlitzen, der verursacht direkten körperlichen Schaden nochmal. Da ist der Unterschied, wenn wir gegen viele kämpfen, wollen wir natürlich überall Zerfetzen drauf haben. Das hätten wir, oder das brauchen wir aber nicht bei Einzelgegnern, sondern da wollen wir den direkten Schaden holen. Man könnte auch AOE-technisch brutale Schlitzen verwenden, aber würde dann dadurch viel Schaden verschenken. Da ist Urzorn wichtiger. Brutale Schlitzen bei Einzelnen zielen, er trifft zwar bis zu 5 Gegner mit einem heftigen Schlitzen, aber verursacht nochmal direkten Schaden. Und was richtig gut ist dabei, ist, dass wir einen Kombopunkt kriegen, ja. Es hat zwar, also es braucht auch Energie, aber wir kriegen halt noch Kombopunkte zusätzlich. Wir können schneller Kombopunkte aufbauen, wir können die schneller verwenden, wir können unsere Finisher benutzen. Das ist der Clou an der ganzen Geschichte. Blutkrallen auch wieder hier unten am Ende, dann kriegen wir über eben halt mehr Schaden, wenn wir innerhalb von 4 Sekunden verschiedene Fähigkeiten einsetzen. Und das kriegen wir mit der Kombi dann von den brutalen Schlitzen auch wunderbar hin. Das ist so die Talentverteilung, die man im Single-Modus verwenden könnte. Im Multimodus, also im AOE-orientierten Modus, da Raubtier wichtig, Seele des Waldes wichtig, Urzorn und Blutkrallen. Die 3 von 25 bis 35 sind mehr so als Utilities zu sehen. Da kann man auch seine eigene persönliche, wenn man jetzt Gleichgewichtsaffinität wählen will und man möchte mit 3 Meter mehr Reichweite haben, 3 Meter waren es, glaube ich, genau, 3 Meter, dann kann man das auch verwenden. Also es wird auch funktionieren, ja. Aber Wiederherstellungsaffinität ist nochmal in Richtung Gruppe gedacht. Ihr heilt euch voll oder wenn ihr Schaden habt, kriegt ihr nochmal ein bisschen Leben dazu. Und wenn ihr voll seid vom Life, dann geht das auf den nächsten
Companion, also auf ein nächstes Gruppenmitglied über. Ja, welchen Pakt sollte man jetzt als Wildheitsdruide wählen? Das ist auch relativ einfach. Da gibt es zwei Varianten. Einmal entweder die Kyrianer oder die Nachtfee. Bei den Kyrianern habt ihr den Vorteil, dass das sehr, sehr gut ist für Raids und für Mythic Plus Dungeons. Ihr habt noch einen kleinen Heiltrank durch euren Provosten mit dabei. Und ihr könnt euch mit einem relativ, mit einer relativ starken AE-Klasse, gerade wenn ihr in Mythic Dungeons unterwegs seid, Seelen verlinken und habt dadurch nochmal ein bisschen extra Schaden, den ihr da rausholen könnt. Und der Seelenpartner, den ihr dann verlinkt, im Grunde genommen, der zieht auch Vorteile aus eurer Spielweise, wenn ihr Schaden macht. Das ist eigentlich ziemlich cool. Der kleine Heiltrank ist nochmal für die Überlebensfähigkeit auch sehr, sehr gut. Und wenn ihr die Nachtfee wählt, habt ihr aber auch eine gute Möglichkeit, in Raids zu gehen und Mythisch Plus Dungeons zu machen. Da ist sehr interessant, dass ihr so einen kleinen Teleport habt, falls ihr mal schnell irgendwo raus müsst, in der Vulpin-Gestalt. Zack, teleportiert euch ein Stück weit nach vorne, seid schnell aus dem 14 raus, perfekt. Der AOE-Burst, den ihr bekommt über eure Paktfähigkeit, muss ich sagen, ist auch nochmal richtig geil. Das kann so ein bisschen die Schwäche, die wir haben als Wildheitsdruide, auch ausbügeln, damit man da eben halt dann doch nochmal ein bisschen extra Schaden rausholt. Daher bieten sich da auch die Nachtfee sehr, sehr gut an. Das ist relativ gleich auf die Entscheidung, falls ihr im AOE nicht so viel Schaden macht, dann könnte man eventuell eher die Nachtfee wählen, weil man dadurch nochmal einen starken Burst AOE bekommt. Wenn ihr jetzt quasi die Kyrianer gewählt habt, dann kriegt ihr die Seelenverwandtschaft. Also das ist das Seelenlinken. Ihr könnt das entweder auf euch benutzen oder ihr benutzt das auf eines eurer Gruppenmitglieder und könnt dann jede Minute euch einmal Seelen ermächtigen und dadurch eben halt ein bisschen mehr Schaden generieren. Ihr habt noch euren Provosten mit dabei. Das ist das, wo ihr die Fiole des Gleichmuts bekommt, mit dem ihr so Blutungseffekte und auch Magie, Stille, all das alles entfernen könnt. Flüche vor allen Dingen auch, also Flüche, Gift und diese ganzen Sachen. Wenn ihr das eben halt noch mit benutzt, dann habt ihr noch mal so einen kleinen Trank extra im Grunde genommen. Da ist das mit den Kyrianern ganz toll. Bei den Nachtfee, Konvokation der Geister, ist eine Deluxe-Fähigkeit, macht viel Schaden. Ihr seid nah dran, ihr habt auf jeden Fall mindestens 7 bis 9 Zauber aus eurem Druiden-Repertoire, die dann tatsächlich auch vom Katzenbaum herkommen oder von der Katzenspezialisierung. Das knüppelt nochmal ordentlich Damage auf die Gegner ein. Das ist halt dieser perfekte starke Burst AOE. Dann haben wir die Seelengestalt, die Vulpin-Gestalt. Da können wir uns einmal nach vorne teleportieren, sind ein bisschen mobiler unterwegs. Das sind die Fähigkeiten der einzelnen Pakte. Ihr habt, wenn ihr jetzt die Kyrianer gewählt habt, ja die Möglichkeit mehrerer Seelenbande. Da empfehle ich euch, die Seelenbande mit Pelagos einzugehen, wegen der Vergangenheit loslassen und der Kampfmeditation. Insgesamt sehr starke Fähigkeiten. Wenn wir nämlich Pelagos haben und das soweit ausgeskillt ist alles, dann haben wir die Vergangenheit loslassen. Wenn wir einen Zauber oder eine Fähigkeit benutzen, reduziert das unseren eigenen erlittenen Schaden. Und wir müssen halt nur darauf achten, dass wir nicht immer wieder denselben Zauber benutzen, sondern einen anderen. Und das Ganze ist bis zu 3-mal stapelbar. Erhöht nochmal unsere Überlebensfähigkeit, ist auch ganz cool. Wichtig ist aber dabei dann nachher noch die Kampfmeditation. Wenn wir die Kyrianer-Klassenfähigkeit aktivieren, erhalten wir nochmal 350 Meisterschaft. Für 10 Sekunden ist schon sehr, sehr stark. Manchmal stoßen wir so eine kummervolle Erinnerung aus, aber das hält sich eigentlich im Rahmen. Und das funktioniert ganz gut. Sind wir auf Seiten der Nachtfee unterwegs, haben wir die Heilkräftigung. Wenn wir nämlich Schaden oder Heilung verursachen, kriegen wir so einen Stapel umgeleiteter Anima. Und die ist eben halt so, erhöht unsere maximale Gesundheit um 1% und unsere Meisterschaft um 25 Punkte. Die Stapel überlappen sich und wenn wir quasi unsere Nachtfee-Fähigkeit aktivieren, kriegen wir auf jeden Fall 8 Stapel davon und dann haben wir schon mal ein bisschen was gut, also wir haben im Grunde genommen 200 Meisterschaft und nochmal 8% mehr Gesundheit, ist perfekt. Nias Werkzeuge, Gift, ganz unten an der Seelenbande-Fähigkeit, ist da auch praktisch. Wenn wir jetzt irgendwas unterbrechen und wir müssen auch gelegentlich was unterbrechen, gerade in mythischen Dungeons, ist es so, dass wir dem Ziel nochmal ein bisschen Naturschaden zufügen und das haut nochmal ordentlich rein.
Wenn wir unsere Seelenbande haben, dann können wir auch Medien einpacken oder Media. Da gibt es drei verschiedene Varianten, und zwar ein Potenzmedium. Da empfehle ich euch, das Verlangen nach Blut und den Fleischfresserinstinkt dort reinzusetzen. Denn es ist so, dass für jeden bei dem Verlangen nach Blut für jeden eurer auf das Ziel wirkenden Blutungseffekte verursacht wieder bis 2% mehr Schaden. Das knüppelt ordentlich. Und wenn wir Tigerfuhrer benutzen bei Fleischfresserinstinkt, erhöht das unseren Schadensbonus um 3%. Das nehmen wir noch mal gerne mit. Widerstandsmedium, das ist die zweite Kategorie, die man dort einsetzen kann. Da würde ich Borkenhart nehmen, weil damit können wir unsere Baumrinde noch mal wieder reduzieren. Also die Abklingzeit verringert sich um 10%, das ist ganz cool. Geschärfte Instinkte, wenn wir dann einmal unter 40% fallen, setzen wir rasende Regeneration ein. Das können wir, also das passiert automatisch, da müssen wir nicht irgendwie in eine andere Form rein, sondern so haben wir nochmal einen kleinen Selfie, der eigentlich auch ganz cool ist. Bietet sich an. Die dritte Kategorie, das sind die Finesse-Media. Also ein Finesse-Medium könnt ihr zwei einsetzen. Die Spitze des Rudels ist so, dass der Radius und die Dauer von unserem anstachelnden Gebrüll um 15% erhöht wird. Das ist noch nett für Raids, für Mythic Dungeons, damit alle ein bisschen schneller von A nach B kommen. Passt. Wenn wir mal wirklich tatsächlich einen Battle Rest machen müssen, dafür ist dann Neugeboren ganz praktisch. Denn das Ziel, dass wir wieder aus dem Tod rauskloppen, so dass es wieder am Leben ist, in einem Kampf. Er kriegt nochmal für 8 Sekunden 50% mehr Beweglichkeit, erhält einen Effekt, der heißt Satt, und das erhöht das Ziel des also den Wiedergeborenen, seinen Primärwert um 20 nochmal. Und dann haben wir eigentlich auch ganz gute Tools, mit denen wir da unterwegs sind. Und je nach dem passenden Seelenband passt das dann auch. Ja, welche Legendaries solltet ihr euch eigentlich craften? Das ist immer ein bisschen schwierig. Da gibt es auch wieder drei Möglichkeiten, die ganz gut sind. Die Erinnerung an das Elite-Raubtier ist solltet ihr auf dem Schulterplatz craften, ist in Raids und Mythics sehr, sehr gut. Als Sekundärattribute empfehle ich euch da kritischer Trefferwert und Meisterschaft. Da seid ihr dann richtig gut mit unterwegs. Wenn wir nämlich Zerfetzen benutzen, also sollten wir das Legendary haben, wenn wir Zerfetzen benutzen, haben wir eine 4%ige Chance, dass der nächste Einsatz von Wilder Biss kostenlos wird und den maximalen Schaden verursacht. Das ist schon sehr, sehr gut. Dann haben wir noch die Erinnerung an den Kreislauf aus Leben und Tod. Der ist auch super. Da würde ich das auf den Kopf craften, ist allerdings mehr auf mythische Dungeons bezogen. Auch wieder Sekundärattribute mit Crit und Meisterschaft. Und die regelmäßigen Schadenseffekte, also der Vorteil davon ist, dass die eben halt den Schaden in 25% kürzerer Zeit verursachen und die regelmäßigen Heileffekte um 15% in kürzerer Zeit. Das ist super, also da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen DPS mit dazu gewinnen. Ist ein Overall viel auf AOE getrimmt, deswegen, weil wir sowieso tickende Effekte haben, passt perfekt. Solltet ihr ein Allrounder bevorzugen, geht auch die Erinnerung an eine Katzenaugen-Kuriosität da entweder auf dem Hals oder auf dem Finger. Das ist relativ egal, weil da ist von den Stats her, das ist schon, also ihr könnt es euch aussuchen, da wo es euch besser passt. Ist wie gesagt ein Allrounder, kritischer Trefferwert und Meisterschaft als Sekundärattribute aber auch wieder benutzen. Dann habt ihr, wenn wir einen Freizauberzustand bekommen, erzeugen die Fähigkeiten ja 25% ihre Energiekosten und die maximale Energie ist um 60 erhöht. Mehr Energie, mehr Fun. Das muss man ganz klar so sagen. Falls man selbst mal irgendwas misstimt oder so und zu viel Energie ausgibt als Katzenruide, da haben wir einfach nochmal eine kleine Linderung der ganzen Geschichte und das ist schon ganz cool. Um das Legendary dreht sich oder drehte sich auch anfangs so ein bisschen einige, also die Dinge sind ja auch simuliert. Und bei dem war es so, dass es zuerst schlechter dastand, als es eigentlich ist. Jetzt mit neueren Simulationswerten und Logs ist es so, dass das Ding eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Das wurde immer etwas schlechter beurteilt, als es eigentlich wirklich gewesen ist. Aber ihr solltet halt primär gucken, Erinnerung an das Elite-Raubtier ist für beides ganz praktisch. Oder wenn ihr sagt, ihr geht nur in mythische Dungeons, Erinnerung an den Kreislauf aus Leben und Tod, perfekt. Und falls ihr das zuerst habt und ihr wollt unbedingt ein Legendary haben, könnt ihr aber auch die Katzenaugen-Kuriosität craften. Da muss man dann ein bisschen gucken, wie das auf seinen eigenen Spielstil am besten passt. Aber die kriegt man auch zusammen.
Welche Stats sind jetzt wichtig beim Wildheitsdruiden? Und zwar so, ihr habt einen Primär-Stat und ihr habt Sekundär-Stats. Der Primär-Stat ist immer der wichtigste Stat, das ist die Beweglichkeit bei uns. Und je höher wir die bekommen, das heißt ein höheres Item-Level ist da immer sehr gut, desto mehr Beweglichkeit haben wir und desto mehr Schaden können wir machen. Bei den Sekundär-Stats ist es so, da haben wir 4 zur Auswahl. Und zwar ist da die Reihenfolge kritischer Trefferwert zuerst, danach die Meisterschaft, Vielseitigkeit und zum Schluss das Tempo. Der Crit-Wert ist extrem wichtig beim Wildheitsdruiden und Meisterschaft auch. Wir haben ja bei den Seelenbande ist es so, dass das ein bisschen in die Meisterschaft reinhaut. Da können wir das nochmal ein bisschen mit hochpushen, das Ganze. Ist ganz super. Wenn ihr sehr viel kritischen Trefferwert habt und sehr viel Meisterschaft, dann solltet ihr irgendwann umschwenken. Wann dieser Punkt gekommen ist, das passiert so bei mythischen Dungeons später in Raids, da müsst ihr dann anfangen zu simulieren. Das heißt, ihr kriegt ein neues Item und da müsst ihr wirklich dann simulieren, ob das überhaupt eine Verbesserung ist und welcher Trade nicht sogar besser wäre, ja. Also wenn ihr jetzt so zwei Gegenstände habt, die würde ich miteinander vergleichen, damit man auch wirklich genau das rauszieht, was einem da am besten ist. Man kann auch die Stat-Gewichtung dann neu simulieren, man kann dann gucken, was klar, wo muss ich jetzt eher mehr mein Hauptaugenmerk drauflegen? Hat sich die Stat-Priority ein bisschen verschoben, aber dann seid ihr schon wirklich am Raiden und auch macht auch schon gut mythische Dungeons. Für den Anfang reicht es auf jeden Fall, wenn ihr einen Crit-Wert hochbringt, die Meisterschaft, Vielseitigkeit und dann zum Schluss das Tempo. Das Ganze spielt dann natürlich auch mit in die Verzauberung rein. Wenn ihr eure Sachen verzaubern wollt, empfehle ich euch auf den Waffenslot die himmlische Führung raufzupacken, denn dadurch erhöht sich unser Primärwert nochmal um 5%, 5% mehr Beweglichkeit. Saugeil. Ringe, da kommt Crit drauf, die Leere des kritischen Treffers, also auf beide Ringe. Dann auf bei der Brust ewige Werte, dadurch erhöhen wir alle Werte um 30 Punkte. Das skaliert eigentlich am besten mit. Auf den Umhang empfehle ich euch die Vermeidung, also verstärkte Vermeidung. Dadurch kriegen wir noch mal ein bisschen weniger Schaden, denn unsere Vermeidung wird um 30 erhöht und wir kriegen noch mal 20 Ausdauerpunkte. Beim Umhang, ihr könntet aber auch Lebensraub nehmen, also die Lebensraubverzauberung, aber ich würde eher zur Vermeidung tendieren. Bei den Stiefeln perfekt, da können wir auch eine Beweglichkeitsverzauberung draufpacken. Das funktioniert da ganz gut, also auf die Stiefel dann eben halt ewige Beweglichkeit. Als Sockelstein solltet ihr Gear haben oder Ausrüstung, die einen Sockelplatz hat, packt da den tödlichen Juwelenverbund rein, dann seid ihr da eigentlich auch sehr gut ausgestattet und auch gut verzaubert. Würde ich auch immer gucken, dass man das nach Möglichkeit isst. Man kann, wenn man jetzt nicht so viel Gold ausgeben möchte oder keinen Verzauberer kennt, dann kann man auch immer eine Variante kleiner wählen. So, aber zumindest, dass man verzaubert ist, das macht sich schon durchaus bemerkbar. Beim Wildheitsdruiden kann man natürlich auch Barfoot benutzen. Das funktioniert wunderbar. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Schaut auf jeden Fall in höheren Dungeons und auch im Raid solltet ihr immer ein Spektralfläschchen der Macht Intus haben. Ist euer Raid soweit, dass er Schlachtzugskessel stellen kann, dann holt ihr euch dort ein ewiges Fläschchen heraus, benutzt es, holt ein zweites raus, dann seid ihr für den Raidabend gut gewappnet. Auf jeden Fall, also eins der beiden, die sind gleich im Grunde genommen, also haben fast eher dieselbe Wirkung. Es ist so, dass wir dadurch nochmal 70 Punkte auf unseren Primärwert bekommen. Das bietet sich immer an in schwereren Inhalten von World of Warcraft. Coole Sache. Solltet ihr jetzt Pre-Pots benutzen oder Pots während einer HT-Phase, während Heldentum, dann kann ich euch empfehlen, entweder den Trank des Phantomfeuers, der verursacht nochmal ordentlich Schattenflammenschaden. Und wenn wir Schattenkernöl benutzen, dann ist der Schaden nochmal um zusätzliche 10% erhöht, wenn wir den Trank eingeworfen haben. Wir können aber nur einmal alle 5 Minuten im Kampf einen Trank benutzen. Deswegen würde ich mir das aufsparen für Heldentum-Phasen, weil da unser Schaden sowieso nochmal krass geboostet wird. Und dann eben halt einen so einen Pot reinschmeißen. Man kriegt irgendwann raus und weiß auch irgendwann, wann das alles kommt. Dann kann man sich da schon mal drauf vorbereiten mental und wirft das Ding dann ein. Solltet ihr keinen Trank des Phantomfeuers verwenden wollen, ihr könnt auch den Trank der Spektralbeweglichkeit benutzen. Der erhöht unsere Beweglichkeit nochmal für 25 Sekunden um 190 Punkte. Das ist auch ein sehr, sehr starker Boost. Cool. Verschleierte Verstärkungsrune, momentan noch sehr, sehr teuer. Solltet ihr davon welche haben, benutzt sie.
oder verkauft sie. Später im Addon wird es so sein, dass die natürlich häufiger vorhanden ist. Viele haben dann solche Runen. Einige benutzen sie gar nicht, verkaufen sie. Und dann, wenn ihr davon welche habt, benutzt es mit. In höheren Inhalten macht es auf jeden Fall Sinn. Stachelflossen-Soufflé mit Pommes ist ein ganz cooles Buff-Food, was ihr essen könnt. Ist auch relativ gut herzustellen. Gibt nochmal 30 Punkte kritischen Trefferwert, perfekt. Und auf eure Waffe nach Möglichkeit immer Schattenkernöl rauf, denn das erhöht nochmal, oder es gibt eine Chance, dass ihr Schattenschaden verursacht, und mehr Schaden ist immer gut in Kombination mit dem Trank des Phantomfeuers, perfekte Sache. Sollte man immer dabei haben. Buff-Food ist sowieso so ein Thema, wenn man es nicht mitnimmt, dann verschenkt man einfach nur DPS. Also man verschenkt Schaden, den man eigentlich hätte machen können, und deswegen immer was dabei haben. Ja, was für Fähigkeiten benutzt jetzt der Wildheitsdruide und was ist so ein bisschen in so eine kleine Rotation mit einzubauen? Beim Wildheitsdruiden ist es so, wir haben da mehrere Fähigkeiten. Den Tigerfuhrer und den Berserker solltet ihr nach Möglichkeit immer auf Cooldown halten, immer benutzen. Urzorn bei 5 Combo Points verwenden. Wenn wir zerfetzen, das muss halt nach Möglichkeit bei mehreren Zielen. Ebenso wie der Krallenhieb muss auch auf mehreren Zielen drauf. Und der Prankenhieb, den benutzen wir, um Kombopunkte zu generieren. Hauen solltet ihr auch aktiv halten. Und dann natürlich eure Paktfähigkeiten verwenden. Je nachdem, ob ihr jetzt Kyrianer seid oder ob ihr Nachtfee seid, Ventür oder Necrolords. In diesem Guide geht es ja eher primär um die Nachtfee bzw. um die Kyrianer. Das auf jeden Fall immer mal mit einbauen. Da gibt es auch nicht immer die perfekte Gelegenheit oder den perfekten Zeitpunkt, dass es in der Rotation immer wieder stetig an derselben Stelle vorkommt. Weil manchmal braucht man diesen Damage Boost halt einfach jetzt, weil da kommt noch eine Ad-Gruppe dazu, der Tank hat die, und den wollt ihr noch mal ein bisschen Damage machen. Da muss man ein bisschen, das lernt man aber auch im Laufe der Zeit, weil man das dann verwenden kann. Wenn ihr jetzt eine Rotation spielen wollt mit dem Feral-Druiden oder mit dem Wildherz-Druiden, ist es so, ihr solltet am Anfang eines Kampfes immer in Verstohlenheit gehen, geht dann ran mit eurem Krallenhieb, betäubt das Ziel einmal ganz kurz und knüppelt dann weiter drauf. Ihr müsst erstmal ein paar Kombopunkte aufbauen. Was auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist halt immer Tigerfuhrer aktiv halten und euren Berserker. Und dann auch das Hauen muss immer mit aktiv sein. Ganz, 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 ganz wichtig. Und sobald ihr dann könnt und 5 Kombo-Punkte habt, dann haut ihr quasi einmal hier euren Urzorn drauf. Zeige ich euch. Jetzt hole ich mir erstmal ein paar Kombo-Punkte. Energiemanagement ist natürlich auch sehr wichtig. Wenn ihr keine Energie mehr habt, ist das immer blöd. Wenn ich das jetzt benutze, dann habe ich hier jetzt auf den Zielen für 12 Sekunden, habe ich dann immer meinen Urzorn mit drauf. Das ist auch ganz wichtig. Das muss immer aktiv sein auf allen Gegnern. Wenn es ausläuft, ist das schlecht. Wenn ich jetzt Hauen benutze, dann also Hauen und der Urzorn muss immer drauf sein. Wenn ihr aber das Problem ist, wenn ihr als Katze, wenn ihr jetzt 4 Combo Points habt, okay, das geht dann auch noch. Wenn ihr aber nur 2 habt, dann könnt ihr euren Cooldown reduzieren. Und das ist ganz, 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 ganz blöd, ist das. Deswegen solltet ihr immer eure Combo Points hier unten mit im Auge behalten und benutzt dann, sobald ihr 5 habt, einmal Urzorn. Hauen muss auch mit drauf sein. Ihr könnt auch überall auf jeden Gegner einmal einen Rake drauf machen. Also Rake ist die englische Bezeichnung für Krallenhieb. Tigerfuhrer muss mit aktiv sein. Und dann seid ihr auf jeden Fall gut unterwegs. Ihr braucht immer nach Möglichkeit 5 Kombo-Punkte und müsst euren Dot erneuern. Wenn ihr nämlich euer Energiemanagement falsch macht, dann habt ihr irgendwann oder kommt ihr in Schwierigkeiten, das immer aufrecht zu erhalten. Hauen drauf, 5 Combo-Points und Urzorn als AOE-Schaden und schon ticken dort die Dots. Rake könnt ihr auch natürlich überall mit drauf machen. Dann gibt es auch nochmal infizierte Clown. Ihr merkt und ihr seht auch, das ist immer alles so im Bereich von 15 Sekunden. Da müsst ihr halt wirklich sehr, 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 sehr fix mit unterwegs sein. Dann baut ihr Combo Points auf, einmal wieder alles erneuern. Das muss halt nach Möglichkeit immer laufen. Könnt ihr hier auch nochmal Rake machen. Wenn ihr jetzt Konvokation der Geister, also ihr habt über eure Dots drauf, ihr benutzt Konvokation der Geister, ihr seht, das macht auch nochmal richtig schön netten Schaden hier an der Stelle. Wunderbar. Das ist das. Zum einen das. Also
Wenn ihr Berserker benutzen wollt, also das ist das, was ich jetzt auch relativ am Anfang benutzt habe, verwendet erst Tigerfuror und dann Berserker. Das ist die richtige Reihenfolge. Das macht dann auch noch mal ein bisschen mehr Schaden an der Stelle. Und genau, wenn ihr noch mal Kombo-Punkte aufbauen wollt, das könnt ihr mit Schreddern machen. Zack, einmal Kombo-Punkte weg. Schreddern, Schreddern, Schreddern. Jetzt Tigerfuror, noch den letzten Schreddern und wieder einmal erneuern. Einmal mit Hauen drauf. Also ihr seht, ne, 20 Sekunden fürs Hauen. Jetzt brauche ich natürlich wieder ein paar Kombo-Punkte. Und 15 Sekunden für den Urzorn. Der muss auf jeden Fall auch immer mit drauf sein. Und hier Rake auch mit drauf. Dann kriegt das Ziel nämlich infizierte Klauen. Dann wird es ein bisschen langsamer dadurch. Das ist jetzt nicht so ultra wichtig. Im PvP wäre es wichtiger, aber genau. So, jetzt nochmal zu der Dings, weil jetzt ist der Cooldown abgelaufen. Also wenn wir jetzt 5 Kombo-Punkte haben, einmal hier den Urzorn drauf, das alles schön laufen lassen. Das läuft gerade. Tigerfuror, dann quasi euren Berserker. Dann könnt ihr hier auch schön nett Schaden austeilen. Macht euer Hauen wieder drauf, aktualisiert die Buffs und könnt dann eben ja ordentlich mit reinhauen. Wenn ihr ein Single-Target-Ziel habt, Wilder Biss. Also mit Wilder Biss gibt es dann auch nochmal ordentlich netten Schaden, den muss man natürlich auch hin und wieder mit reinnehmen. Aber bei AOE-Schaden würde ich eher darauf achten, 5 Combo-Points aufzubauen, einmal den Urzorn zu verwenden. Ich selber bin jetzt nicht der perfekte Katzenspieler, aber so vom Sinn her ist das, was wichtig ist. Genau. Also ihr habt den Opener. Den Opener beginnt ihr immer mit in der Verstohlenheit, ganz, ganz, ganz wichtig, weil dadurch setzt ihr euer Ziel nochmal kurz außer Gefecht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich gleich aus dem Kampf komme hier. Sollte aber eigentlich der Fall sein, wenn mein Schleim da mal fertig ist. Also ganz wichtig. Zerfetzen drauf. Hier. Krallenhieb, wenn wir aus der Verstohlenheit rauskommen. So, wenn ich jetzt in der Verstohlenheit bin, so kann ich auch gleich direkt rein. Nochmal hier den Krallenhieb einmal drauf. Kombo-Punkte aufbauen. Das muss ich sowieso erstmal machen, bis ich genügend Kombo-Punkte habe. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ich 5 davon habe, dann kann ich quasi die einmal raushauen mit meinem Urzorn. Dann benutze ich mein Tigerfuror. Ging überall mal ein Rake drauf. Das kann mir das gewährt auch, also Krallenhieb, das gewährt auch einen Kombo-Punkt. Und wenn die Dots dann alle laufen und ich Zeit habe, Konvokation raushauen, in der Zwischenzeit stirbt auch was. Tigerfuhrer wird dann wieder resettet. Das passiert jetzt hier bei den Trainingsattrappen leider nicht. Wenn wir mehrere Ziele treffen wollen, also der Unterschied ist, Schreddern gewährt einen Kombo-Punkt für ein Ziel. Und der Prankenhieb trifft halt mehrere Ziele. Ihr seht das jetzt hier, ne? So treffe ich viele Ziele. Jetzt warten wir mal, bis das abgelaufen ist. Genau. Jetzt so treffe ich mehrere Ziele. Wenn meine Katzenschelle einmal so rumgreift, dann habe ich, so treffe ich nur ein Ziel. Wenn ich eben halt Schreddern benutze, dann geht es nur auf ein Ziel. Ihr könnt Zerfetzen auch einmal so applizieren. Das ist ein Einzelziel-Debuff, der dauert auch etwas länger. Also 5 Kombo-Punkte auf einem Einzelziel. Da würde ich dann noch Zerfetzen wirklich direkt selbst drauf machen. Dadurch hält es länger. Jetzt habe ich 5 Points. Zack, aber benutzt. Auf 30 Sekunden hoch. Jetzt kann ich mein Hauen noch mit reinbringen. Dann versuche ich mir jetzt noch mehr Kombo-Punkte zu holen. Jetzt zerfetzt. Also wenn ich dann jetzt Urzorn benutze, dann setzt sich das aber auch wieder zurück. Also das ist das eins der wichtigsten Dinge überhaupt, auf die ihr achten müsst, wenn ihr Katze spielt. Schaut auf eure Dot-Timer. Es bringt nichts, wenn ihr da einfach stumpf drauf prügelt auf die Tastatur. Wenn ihr das nämlich falsch macht, dann habt ihr einen 30 Sekunden Dot, der auf dem Gegner tickt, auf 15 Sekunden runtergemacht. Oder einen, der noch 10 Sekunden laufen würde, auf 3 Sekunden runtergepeitscht, weil ihr zu früh das Ding benutzt habt. Das ist dann ein bisschen schade. Was gibt es noch so für Sachen, falls ihr mal ein bisschen in Trouble geratet? Überlebensinstinkte verringert den erlittenen Schaden für 6 Sekunden um 50%. Können wir einmal benutzen, 3 Minuten Cooldown. Das Ganze war früher, war es doppelt, ist es leider nicht mehr, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr starker Def-CD, den ihr verwenden könnt, falls ihr eine Fläche aufsaugen müsst. Soaken nennt sich das auf Englisch. Dann seid ihr gut unterwegs. Ihr könnt Wucherwurzeln benutzen, um Ziele festzuhalten und auch mächtiger Hieb, um ein Ziel zu betäuben für 4 Sekunden oder eben halt einmal den Schädelstoß. Mit dem Schädelstoß unterbrecht ihr Ziele. Auch das würde ich in Dungeons immer mitnehmen, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich habe letzt erstmal eine kleine Unterhaltung gehabt, dass man in dem Tutorial von World of Warcraft hat man leider keine Unterbrechungstutorials. Das wäre auch nochmal richtig gut. Auch als Katze schaut, dass ihr was unterbrecht. Das macht einfach den Gruppenkampf nochmal ein bisschen leichter. Jo.
Ja, was ist jetzt das Fazit vom Wildheitsdruiden? Wie ich am Anfang des Videos schon sagte, relativ schwierig zu spielen. Ich sehe häufig Katzen, wo es leider nicht so gut klappt. Das muss man üben, 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 üben. Wenn ihr euch da durchbeißt, wenn ihr irgendwann das im mechanischen Gedächtnis drin habt, wann ihr was drücken müsst, wann ihr einfach die Übersicht über den Kampf gewonnen habt, mit dem Schaden zu machen, dann geht die Katze ab wie ein Schnitzel, wollte ich gerade sagen. Wie ein gefälltes Schnitzel. Macht sehr, sehr viel Spaß, doch ist so für unterwegs sein immer mal ganz gut. Probiert es einfach aus. Probiert es aus, testet es mal aus und wenn ihr nachher am Ende des Tages sagt, juhu, gefällt mir doch, dann habt ihr alles richtig gemacht. Oder es ist für zwischendrin, ist es auf jeden Fall immer mal ganz witzig, wenn man mal keine Lust mehr hat auf Eule oder auf Heiler oder Tank, dann kann man einfach mal als Katze so ein bisschen durch die Gegend stromern. Man kann das auch gut, wenn man alleine unterwegs benutzen. Macht auf jeden Fall Spaß. Versuch's einfach mal. Würde mich freuen, wenn du sagst, hey, ich hab's jetzt mal probiert. Weser, das ist doch eigentlich voll cool. Und dann schreib's mir bitte in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wir sehen uns im nächsten Guide. Vesarius, in den Gelände. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.